Ja? Wir wollten noch die Frage klären, ob Jesus jetzt im Kreuz steht. Ah, die Wärmehalteplatte. Die Wärmehalteplatte. Inwieweit können wir sagen, jetzt haben wir ja schon was gelernt, könnten wir jetzt sagen, ich drehe die Frage rum, inwieweit könnte man denn jetzt sagen, dass Jesus ein Prophet war? Das muss noch einen Moment nochmal so sacken und dann kann man das sagen? Darf man das sagen? Ist daran etwas richtig? Ist es falsch? Wenn wir nochmal die Kriterien, die wir heute miteinander entdeckt haben und, oder die wir gehört haben, trifft davon etwas oder würden wir sagen, nee, das geht gar nicht? Was ist es? Sammeln wir mal. Wir sammeln einfach mal weiter, aber es ist schon, in Ihrem Satz steckt schon etwas sehr Interessantes drin. Ja? Können wir vielleicht gleich nochmal darauf zurückkommen. Ja? Wir sammeln einfach mal. Wie ist das? Jesus ein Prophet. Das kann man natürlich sagen. Aber es gibt eben auch ein Jesuswort, das heißt, denk nicht, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Botschafter der Liebe klingen anders. Das werden wir bei den Evangelien noch sehen. Wir neigen immer dazu, schnell große Überschriften zu drucken. Ja? Wir sind so eine innere Bildzeitung. Ja? Hauptsache eine große Überschrift. Botschaft der Liebe kommt immer gut an. Ja? Klasse. Aber dagegen kommt es immer auf das Kleingedruckte an. Deshalb bin ich dafür, alle Sätze gleich groß gedruckt zu lassen. Ja? Schön gleich groß im Text. Und das Fettgedruckte ist das Unwichtigste, weil es gar nicht in der Bibel steht. Das wissen Sie. Also Zwischenüberschriften ist Quatsch. Gut. Also eine Form von Botschafter so, könnte man natürlich sagen. Ja. Drehen wir es um, was spricht dagegen? Wieso ist Jesus kein Prophet? Kann man das sagen? Jesus ist kein Prophet. Nein, Jesus ist kein Prophet. Sagt allerdings im Johannesevangelium auf, wie wir in diesen Tagen gehört haben. Ich sage euch nur das, was ich vom Vater gehört habe. Also mit diesem Botenspruch, so spricht der Herr, findet sich bei Jesus nicht, ja, das stimmt. Findet sich interessanterweise bei Johannes dem Täufer auch nicht. Und trotzdem sagen wir, Johannes ist ein Prophet. Oh, Radiergummi raus. Wer sagt das wo? Wo steht das? Wann sagt er das? Datum, Uhrzeit, Ort. Nee, muss man belegen können. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Nehmen wir die Verklärungsszene. Also wir sehen ihn in einer Reihe mit Mose und Elia, spricht für die prophetische Tradition. Was spricht für das Drüberstehen? Also der Himmel tut sich auf und aus der Wolke kommt eine Stimme, dies, der in der Mitte, ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also wieder gegen, also nicht dagegen, dass Jesus auch prophetische Aufgaben hat. Aber deshalb ist das interessant, was Sie eben sagten, ja, der Vater, kein Prophet spricht so von Gott. Also kein Prophet sagt das, ja. Ich sage euch, was ich vom Vater gehört habe, etwa im Johannesevangelium. Ja? Oder keiner spricht Gott so an, Vater. Also nirgendwo gibt es in der Heiligen Schrift so ein inniges Verhältnis, ja, zu Gott. Also wir haben das bei Jesaja, bei Jeremia, dass es da Unterschiede gibt. Ja? Oder bei Jona, der abhaut, ja? Oder wie auch immer. Ja? Oder bei Hosea, wo die Liebe Gottes zu seinem Volk als deutliche Liebe dargestellt, wo es auch den Vater betrifft, aber nie in dieser Intimität und in dieser Exklusivität, könnte man sagen. Das gibt es nicht. Also von daher gibt es sicher Prophetisches. Es gibt auch Unheilsansagen. Ich glaube überhaupt, dass man Jesus nie verstanden hat. Es ist mir selber so gegangen. Ich habe Jesus nie, meinte ihn so
ist er mir so nahe gekommen, sage ich nochmal so, wie wenn ich Jeremia, das Buch Jeremia, in einem Zug höre. Also wenn wir, ab und zu lesen wir das, also nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre lesen wir das in der Quartagesima. Wenn man dann Woche oder Tag für Tag, über Wochen, ja, über diese 40 Tage lang, jeden Tag den Jeremia im Ohr hat, ja, dann kommen einem Jesus-Worte nur so zugeflogen. Ja. Das kann man leider kaum, oder heute doch, wir können das trotzdem machen. Also Hörbücher, ja, sind übrigens ein starker Tipp. Es gibt die Bibel ja als Hörbuch auch, ja. Aber mal das wirklich zu hören, ja, das ist großartig, ja. Das Lesen ist anders. Wir müssen es auch hören, ja. Man nimmt einfach im Hören anders wahr, als wenn wir das nur lesen, weil das Lesen viel zu sehr für den Kopf. Das Hören berührt nochmal andere Schichten, also wenn das gut gelesen ist. Und, also diesen Text zu hören, das gibt unglaubliche Verschaltungen dann, ja, wo man an Situationen denkt, die einem so zufliegen. Das ist bei keinem Propheten so deutlich wie bei Jeremia. Also vielleicht ist das noch ein Tipp zum Abschluss, also den Jeremia mal wirklich zu hören, diesen Text. Denn ob das Tempelreinigung ist oder wie auch immer, es sind nicht immer nur so exklusive Szenen, sondern viele Sachen, also gibt es eine große Parallelität. Es ist interessant, dass als Jesus fragt, für wen halten mich die Leute, ja, dass die Propheten aufgezählt werden. Ja, also von daher gibt es schon eine Parallelität. Ja. Also in Caesarea Philippi. Bitte? Nein, natürlich nicht. Aber die Wahrnehmung, darum geht es ja jetzt hier. Ja. Wie nehmen die Leute Jesus wahr als einen Propheten? Ja? Also, Elia, Jeremia oder sonst einen der Propheten, steht bei Matthäus 16, ja, wird aufgezählt. Ja. Er war ein Prophet, ja, die Emmaus-Jünger sagen das auch, ja, war ein Prophet. Gut, das heißt es jetzt in unserer Übersetzung, da müssen wir nochmal gucken, was dann wirklich da steht, ja, das ist ein bisschen skeptisch. Aber das Wort taucht da auf, in unserer Übersetzung zumindest, ja. Sie hat noch eine Frage.